Leute. Ich bin's, Tobi Müller. Ich bin gerade bei Oxygen Sound angekommen und werde jetzt mal ganz gespannt mit Conan anfangen. So, das ist der Ruf von Oxygen. Und da sind ganz viele Kollegen. Hallöchen! Hallo! Hallöchen! Das ist Oxygen Sound Studios Berlin. Und es geht los. Studio 3. Das Colin-Studio. Und hier ist das wunderbare Team. Sagt Hallo! Hallo! Ey. Yay! Hallo! So, und hier. Zwei Türen, damit es auch extra schalldicht ist. Ja. Da, unser wunderbarer Cut. Mach einmal den Winker-Winker. Jetzt gibt Tobi den einarmigen Jackenauszieher. Ja. Weil er das Handy halten muss. So sieht's aus. Und so sieht's hier aus. Also, da ist das Bild. Da ist mein Text. Und hier ist mein Text. Ich gucke immer nur da rein. Aber man kann ja auch auf den Monitor gucken. Das ist der Take. Der da wäre... Welcher ist denn das? 200... Welchen haben wir denn? In der Folge 409 Take 2. 409 Take 2. Einmal O-Ton bitte. Jetzt hören wir uns das Original an, um mal zu sehen, wie sich das so im Original anhört. Meistens anders. Ja, ihr hört ja, im Original klingt es wie vorgespult. Bei uns jetzt nicht. Also. Eine Zeitkapsel nach der anderen taucht auf. Wir lösen das Rätsel und schnappen so den Täter. Okay. Eine Zeitkapsel nach der anderen taucht auf. Wir lösen das Rätsel und schnappen so den Täter. Obwohl ich jetzt klein bin, habe ich den Verstand eines 17-Jährigen behalten. Man nennt mich Detektiv Conan. Ja, und so funktioniert so ein Anfang. Geh an den zweiten Teil nochmal ran, Tobi. Obwohl ich jetzt klein bin, jetzt hatte keinen Tee. Und Detektiv Conan. Das ist mein großes Problem. Endungen. Gleich nochmal. Obwohl ich jetzt klein bin, habe ich den Verstand eines 17-Jährigen behalten. Obwohl ich jetzt klein bin, habe ich den Verstand eines 17-Jährigen behalten. Man nennt mich Detektiv Conan. Der Fall von einer heißen geheimen Quelle, Schnee, Dunkelheit und einem langarmigen Kimono, Teil 1. Schön, dass ihr zugeguckt habt und noch einen schönen Tag.